hallo, es ist sehr fantastisch, hier zu sein. Ich habe einen Text über ein etwas heikles Thema dabei. Ja? Es ist etwas prekär, es bewegt die Gemüter. Es geht um mein Mathestudium. Ja, und ich weiß, okay, die ersten Tumulte im Publikum brechen aus, aber ich kann euch beruhigen, ich habe das in eine ordentliche Form verpackt, sodass sich niemand aufregen muss. Und ich möchte den Text jetzt gerne vortragen. Lange habe ich mein Mathestudium so behandelt, wie man vielleicht eine große Eiterbeule am eigenen Hintern behandeln würde. Irgendwie ist es schon ein Teil von mir, aber darüber reden möchte ich jetzt nicht unbedingt. Mathematik ist einfach so unsexy. Niemand denkt sich, wow, ein Integral. Das ist ja hot. Dieser süße Mathematiker, der dürfte mich auch gerne mal ableiten. Ja, Daddy, erzähl mir mehr über die Riemann-Zeta-Funktion. Rawr. Nein, niemand findet Mathematik sexy und das verstehe ich vollkommen, denn mir geht es genauso. Ich habe mich lange für mein Studium geschämt. Auf Partys habe ich eine gute Strategie gefunden, um nicht mit Leuten darüber reden zu müssen. Ich lüge. Ich erzähle Leuten, ich würde Triathlon studieren. Das ist spannender. Da kann man drüber reden. Da spürt man die Bewunderung in den Blicken. Wenn ich erzähle, dass ich Mathe studiere, dann spüre ich höchstens Mitleid. Oder Abscheu. Und ich dachte lange, das wäre der Grund, warum ich nicht gerne über mein Studium rede. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es mir vielleicht gar nicht so wichtig, was Jeremy, der gerade sein drittes Wodka-Bull in sich reinkippt, von mir denkt. Wenn es mir wichtig wäre, cool zu sein, dann würde ich nämlich nicht Mathe studieren und ganz sicher nicht in meiner Freizeit auf Poetry Slams auftreten. Vielleicht habe ich einfach Angst, dass Jeremy aus unerfindlichen Gründen doch interessiert sein könnte und dann würde er mir Fragen stellen, zum Beispiel, ob mir das Studium Spaß macht. Und ich würde sagen, stell dir vor, du stehst vor einer Mauer. So einer richtig stabilen Mauer aus Beton, vielleicht mit so einem netten Büschel Stacheldraht obendrauf und dann versuchst du diese Mauer einzureißen, indem du wiederholt, gewalttätig, frontal mit deinem Kopf dagegen ballerst. Stell dir vor, du sitzt in deinem kleinen WG-Zimmer und starrst auf ein Aufgabenblatt, irgendein Aufgabenblatt, was du lösen und abgeben musst, aber du kannst nichts tun, außer auf die Buchstaben zu starren und zu hoffen, dass sich die Zeichen magisch von selbst zu einer Lösung arrangieren. Dein Hintern ist schon mit dem Gewebe deines Schreibtischstuhls verschmolzen. Du hast seit 3 Tagen nichts gegessen, nichts getrunken und nicht mehr geblinzelt. Irgendwann in der letzten Woche ist einer deiner Mitbewohner in dein Zimmer gekommen und hat unauffällig so einen Duftbaum mit Geruch Pinie-Aprikose an deine Schreibtischlampe gehängt. Vielleicht solltest du mal wieder duschen, aber du kannst nicht, denn du musst ja weiter starren. Und vielleicht hast du dich immer für schlau gehalten und dann kamen die ersten Aufgaben, die ersten Klausuren und du hast gemerkt, oh oh, das läuft jetzt aber anders als geplant. Und dann verbringst du die nächsten Jahre damit, nichts anderes zu machen, außer zu scheitern. Du wusstest gar nicht, dass man auf so viele unterschiedliche Arten scheitern kann. Du scheiterst an Aufgaben und daran in Vorlesungen den Stoff zu verstehen. Du scheiterst an Klausuren und deinen eigenen Ansprüchen. Du scheiterst daran, regelmäßig den Biomüll runterzubringen. Und in deiner Küche entwickelt sich in der Folge eine ganz neue Spezies intelligenter Riesenmaden. Aber am meisten fürchtest du dich vor den U-Bahn-Fahrten zur Uni. Du hast dich abgehetzt, um die letzte U-Bahn noch zu bekommen. Schnaufend wälzt du dich auf den letzten freien Platz im ersten Waggon und sofort beginnst du zu schwitzen. Vielleicht ist das ja nur bei dir so, aber du fängst aus irgendeinem Grund immer erst dann an zu schwitzen, wenn du eine körperlich anstrengende Aktivität abgeschlossen hast. Also sitzt du da in dieser U-Bahn und schwitzt. Und gleichzeitig hast du jetzt 20 Minuten, in denen du von nichts abgelenkt bist. Nur du und deine Gedanken. Und du fragst dich, warum du dir dieses Studium antust. Und währenddessen öffnet dein Körper wirklich alle Schweißschleusen. Dein T-Shirt beginnt zu durchnässen und du rätselst, wie du die nächste Klausurenphase überstehen sollst. Es bildet sich eine kleine Pfütze auf dem U-Bahn-Sitz unter dir, während du daran denken musst, was du diese Woche wieder alles nicht geschafft hast. Dein Sitznachbar entscheidet sich, dass er die restliche Bahnfahrt doch lieber stehend verbringen würde und deine Gedanken rasen. Du überlegst ernsthaft einfach alles hinzuschmeißen und dein Geld als fahrender Poetry Slammer zu verdienen. Tropf, tropf, du hörst deinen Schweiß vom Sitz auf den U-Bahn-Boden prallen. Tropf, tropf. Du kannst spüren, wie dein Leben immer mehr entgleitet. Tropf, tropf. Du denkst an deine Küche und daran, dass du den Biomüll immer noch nicht runtergebracht hast. Tropf, tropf. Und als es gerade gar nicht mehr geht, als du kurz davor bist, einfach schreiend aufzugeben, als du sicher bist, dass du nicht einen weiteren Tag ertragen kannst, hält die U-Bahn und du steigst aus und du machst weiter, weil irgendwie muss es ja immer weitergehen. So ist das Mathestudium, würde ich zu Jeremy sagen. Wenn er fragen würde,
Aber das tut er nicht, denn er ist damit beschäftigt, sich einen halben Liter Bier durch einen Schlauch in den Rachen zu randalieren. Meine Beziehung zu meinem Studium ist schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, liegt die Schuld da hauptsächlich bei mir. Ja, das Mathestudium ist schwer und zeitaufwendig, aber man kann es schaffen. Auch wenn man so wie ich nicht übermäßig schlau ist und vielleicht dazu neigt, die Dinge ein ganz klein bisschen zu dramatisch zu sehen. Und wenn Jeremy mich fragen würde, was ich denn aus meinem Studium gelernt habe, dann würde ich ihm natürlich sagen, dass ich es total toll integrieren kann. Aber eigentlich habe ich viel mehr über mich selbst gelernt. Stellt sich heraus, dass überraschenderweise gar nicht mal so gesund ist, sich über 2 Jahre hinweg in seinem Zimmer einzusperren und nichts anderes zu tun, als über Mathe nachzudenken. Ich habe gelernt, dass ich menschlichen Kontakt brauche, dass es okay ist, sich die Wochenenden freizunehmen und dass ein Tag, an dem man nichts schafft, weil man leider ganz, ganz dringend 5 Stunden lang auf Instagram scrollen musste, dass so ein Tag nicht das Ende der Welt ist. Ich habe gelernt, meinen Selbstwert nicht an der Zahl zu messen, die am Ende des Bachelors auf meinem Zeugnis stand. Ich habe meinen Frieden mit meinem Studium gemacht. Und ich könnte diesen Text jetzt ganz klischeehaft beenden und euch davon erzählen, wie ich langsam wieder die Schönheit und Eleganz der Mathematik wertschätze, wie ich wieder Begeisterung empfinde für die Details mancher Beweise, bla bla bla. Aber ich glaube, ich habe heute genug über mein Studium geredet. Deshalb werde ich jetzt von dieser Bühne direkt zum Getränkekühlschrank im Backstage gehen. Und wenn mich heute Abend noch jemand fragt, was ich studiere, dann werde ich lächeln und sagen, hallo, ich bin Julius und ich studiere Triathlon. Vielen Dank. Julius, du musst